Liebe Freunde, Mitstreiter, hallo Osnabrück! Bis vor 2 Jahren war ich noch nie in meinem Leben auf einer Demonstration, auf einer politischen Kundgebung oder auf einer Versammlung. Seit 1,5 Jahren bin ich nun fast wöchentlich irgendwo in Berlin, in Kassel, in Bielefeld, in welcher Stadt auch immer und jetzt in Osnabrück. Ich habe Tausende, Hunderttausende Menschen kennengelernt mittlerweile und keiner von denen ist ein Nazi, ein Reichsbürger oder ein Verschwörungstheoretiker. Im Gegenteil, das sind reflektierende, selbstdenkende Menschen. Und das sollte unsere Aufgabe sein. Jeder von uns, jeder von euch, jeder von allen auf den Straßen ist ein Freiheitskämpfer, auch wenn er sich nicht so fühlt. Trotz dieser Widrigkeiten ist jeder von uns ein Freiheitskämpfer. Für die Geimpften, für die Ungeimpften, für die Alten, für die Kinder und vor allen Dingen für die Menschen, die gar nicht wissen, dass sie Hilfe brauchen. Und aus diesem Grund möchte ich schließen mit einem Zitat aus einem Songtext der Ärzte, der da lautet: Ihr seid nicht schuld daran, dass die Welt ist, wie sie ist. Ihr wärt aber schuld daran, wenn sie so bleibt. Und auf diesem Grunde freue ich mich, dass wir alle hier Gesicht zeigen, trotz der Schikane mit der Maske, die letztendlich die Besucherzahlen bei den Veranstaltungen reduzieren sollen. Ihr seid dabei und ich hoffe, ihr bleibt dabei, weil das ist eine wirkliche der wichtigen, legalen und friedlichen Möglichkeiten, unsere Meinung zu sagen. Und deshalb hoffe ich, dass wir uns wiedersehen, hier, irgendwo anders, auf irgendeiner Straße. Bleibt dabei, gebt nicht auf. Ich danke euch. Ich denke, man lasst mich auf euch.